Willkommen zu einer weiteren Runde Total War Warhammer 3 News, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr wisst mittlerweile, wenn ihr weiter über Warhammer 3 News informiert bleiben wollt und weitere Warhammer-Spiele, die bald rauskommen, wie zum Beispiel Darktide, lasst gerne das Abo da, das gibt's hier regelmäßig. Heute sehen wir uns die News, die von Creative Simile am 22. Juli gepostet worden ist, an. Schon ein bisschen her, aber es kamen ja einige anderen News-werten Veröffentlichungen, die ich erstmal vorgezogen habe. Wir sehen heute ein paar Änderungen, die für die Fraktionen in Total War Warhammer 3 kommen werden. Zum Beispiel aber auch alte Fraktionen von den Dunkelelfen, da wird die Sklavenmechanik überarbeitet. Die Hexenmenschen bekommen ein paar Updates, vor allem die Primal Instinct Mechanik, die einige ihrer Einheiten haben. Gucken wir uns heute alles an. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und einen Kommentar, welche der Änderungen würdet ihr eigentlich noch gerne sehen. Schreibt es mir gerne unten rein. Ich bin gerade wahrscheinlich im Urlaub, wenn das Video rauskommt, sollte aber am Freitag dann auch wieder da sein. Vermutlich kommt ein bisschen noch Update zu Festus. Das kommt dann vielleicht ein und zwei Tage später oder als Handyvideo, wenn ihr da Bock drauf habt. Falls ihr Lust habt, den Kanal zu supporten, könnt ihr auf Patreon vorbeigucken. Oder ihr könnt beim MMOGA-Link in der Videobeschreibung vorbeigucken. Und da gibt es zum Beispiel Total Warhammer 3 DLCs. Oh, Total Warhammer 3 generell ist schon wieder ein bisschen teurer geworden als letztes Mal. Jetzt ist es wieder bei 30 Euro. Das war irgendwie vor einiger Zeit bei 25. Und ja, Three Kingdom gibt's und auch andere Warhammer 2 und so Spiele. Und der Hamster bekommt ein bisschen Verkaufsprovision, wenn ihr über den Link da drauf geht. Nun, heute, jetzt gehen wir aber direkt in News, gibt es Fraktionsupdates, die mit der Immortal Empires Beta kommen. Und die Immortal Empires Beta, wie ihr mittlerweile mit Sicherheit wisst, kommt am 23. August raus und bringt dazu also eine ganze Menge Updates für die Fraktionen, die wir bereits kennen. Und den Pay-DLC, ihr müsst also was kaufen, für die vier neuen Warrior of Chaos-Fraktionen. Blutpatch oder das Bloodpack wird auch kommen. Wer das schon in vorherigen Spielen gehabt hat, braucht es nicht nochmal. Und wir warten gerade auf neue Releases zu Dr. Festus, Valkia der Blutigen und Village, dem Siege Lord. In diesem Update hören wir direkt etwas über die Vampirfürsten, über die Hexenmenschen, über die Dunkelelfen und sogar über die Norska. Dass die Norska einiges an Überarbeitung sehen werden, haben wir schon in den bisherigen Videos davor hier auf dem Kanal gesehen. Vor allem kriegen sie jetzt große schwarze Festungen, mit denen man sie besser vasellieren kann. Werden sie halt alle irgendwie gefickt damit, aber okay, ist irgendwie schon das Ähnliche. Hoffentlich flaggt das YouTube nicht. die Norska waren jetzt nicht unbedingt die beste Fraktion aller Zeiten. Die haben bestimmt nicht die gesamte alte Welt und die neue Welt gesteamrollt, im Gegensatz zu den Dunkelelfen, den Grünhäuten oder den Zwergen. Das waren ja die typischen Fraktionen, die alles überrannt haben. Vor allem bei den Zwergen eigentlich immer ein bisschen ungewöhnlich. Das ist ja wie Mahatma Gandhi bei Civilization, wenn er alle mit Atombomben bedroht hat. Gut, genug davon, genug Intro. Erstmal gibt es mal wieder eine Entschuldigung vom Creative Assembly Team, dass das Spiel noch in der Alpha-Version ist und wir erst auf die Beta von Warhammer 3 warten. Nämlich super schwierig das zu machen, aber deswegen geben wir euch ja Geld dafür, dass ihr das tut. Wir sind auch dankbar, dass ihr weiterhin daran arbeitet und euch weiterhin Mühe gebt. Wir beginnen mit den Vampirfürsten. Hier haben wir Balthasar, Geld auf seinem Pegasus, wie er versucht gegen einen Manfred von Karstein auf dem Drachen anzutreten. Wer gewinnt? Spoiler-Alarm, Balthasar Geld ist es nicht. Aber diese Szene hier unten finde ich ziemlich episch, schön zusammengestellt. Ich frage mich, ob die das von Hand machen, aber ob die hier jede Miniatur oder die Regimenter einzeln von Hand platzieren können, weil so eine Situation kommt in der richtigen Schlacht natürlich nie zustande. Wir sehen hier unten einen Luminarch, der schießt. Ich meine, das ist schon ungewöhnlich genug. Also wirklich, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie häufig das passiert. Und ein Dampfpanzer, der schießt, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, schießen beide auf diese Gruftgule, die in diesem Moment auf irgendwelche Schwertkämpfer oder Speerträger einstürmen. Im Hintergrund nochmal Infanterie, hier auf der linken Seite ein Terrorgeist und Ritter, die vorstürmen. Das ist ziemlich geil, also, und da fliegen dann noch ein paar Kanonen von der Höllensturm-Raketenlafette. Das ist doch bestimmt alles so von Hand platziert worden, weil in der richtigen Schlacht, da hätten wir schon 15 Blobs von beiden Seiten und niemand kann seine Schüsse halten. Wo kommen die Gruftgut überhaupt her? Weil hier hinten ist ja gar kein Tor.
Weil die laufen irgendwie. Sind die hier von der Mauer gefallen? Ja, so muss es wahrscheinlich gewesen sein. Okay, da ist ein Tor. Aber die laufen hier so in Formation. Die müssten dich da erstmal hier hinten in die Seite gestellt haben, um dann auf das Imperium zu laufen. Ja, vielleicht soll ich das nicht so hinterfragen. Okay, gehen wir zum ersten richtigen Punkt, nämlich den Vampirfürsten, den beliebtesten Blutsaugern in Total War Warhammer. Andere gibt es ja nicht. Und in der Vergangenheit, wird hier jetzt einmal Revue passiert, haben sie sich auf die 1-2 Plague-Kombination kostenloser Skelettarmeen fokussiert, die dann zusätzlich ihre Armeen mit dem Todeswind vernichten konnten. Kostenlose Skelette waren schon ziemlich gut, aber ich glaube, Zombies konnte man auch kostenlos kriegen, oder? Mit manchen Armeen jedenfalls. Und ich habe tatsächlich diese Kampagnen gar nicht so richtig gespielt. Vampirfürsten war eher, weiß ich, war nicht so eine der Kampagnen, die immer verlangt worden ist. Eher nicht so der Fall. Ich habe auch wenige davon gespielt. War es bei euch? War bei euch die Vampirfürsten-Kampagne ein Favorite? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ja, Skelette günstig, umsonst. Mit Todeswind konnte man dann den Feind vernichten. Mit den Änderungen der Winden der Magie, wie sie in Warhammer 3 jetzt funktionieren, wurde auch daran gearbeitet, die Vampirfürsten, die ja viel auf den Winden der Magie, also die Winde der Magie sehr viel brauchen, überarbeitet, um sie frisch wie einen frisch ausgegrabenen Körper zu halten. Und die kostenlosen Skelette gibt es nun nicht mehr. Unglaublich. Keine kostenlosen Skelette mehr für Vampirfürsten und ja, wir müssen sie zwar immer noch super, wir müssen sie jetzt zwar machen und sie sind super günstig, aber nicht mehr ganz so günstig wie davor. Ja, das ist wirklich tragisch meiner Meinung nach. Aber okay, können wir nichts machen. Nichtsdestotrotz werden okay, das ist jetzt, was schreiben wir hier? Also sie sagen, das ist eine große Änderung. Und es könnte manche Leute enttäuschen, aber Creative Assembly ist der Meinung, dass diese Sache mit den kostenlosen Skeletten das Vampirfürsten-Gameplay zu stark verzogen und komisch gemacht hat. Interessant, dass die das jetzt merken, nach wann? 4 Jahren? Aber hey, okay. Und dass viele der Einheiten niemals benutzt worden ist und wurde. Aber gut, das war bei mir in den Kampagnen sowieso meistens so. Low-Tier Infanterie for the win, Leute. Speerträger, Armbrustschützen, was wollt ihr noch? Also insofern, die Vampirfürsten hatten halt keine Armbrustschützen, deswegen nur Skelette. Aber okay, damit wir nicht so traurig sind, gibt es eine ganze Reihe an Änderungen. Nämlich, viele Einheiten bekommen Führerschaftsboni, das heißt, die Einheiten zerfallen nicht mehr so schnell, wie es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Und Geistereinheiten werden verändert. Die Änderung an Geistereinheiten ist, dass sie jetzt weniger physische Resistenz bekommen. Yay! Und als Ausgleich bekommen sie mehr Lebenspunkte, um sie damit besser zu machen. Vermutlich, weil mit den neuen Dämoneneinheiten des Chaos sehr viel mehr Einheiten als bisher magischen Schaden machen und diese ganzen Geistereinheiten nochmal deutlich mehr und schneller dahin schmelzen würden als bisher. Wobei, würde das einen großen Unterschied machen. Die haben 0 Rüstung und jetzt glaube ich 50% physische Resistenz. Ich glaube nicht, dass sie damit deutlich kompetitiver werden. Würde mich wundern, aber wir werden sehen. Außerdem würde es die Möglichkeit geben, Morn-Ghouls zu rekrutieren, jedenfalls in der Kampagne. Das ist so eine Monstereinheit der Vampirküste, die nun auch, wenn ihr den entsprechenden DLC habt, könnt ihr euch über MMOGA holen, Vampirküsten-DLC. Bei mir im Link, dann könnt ihr die auch jetzt rekrutieren, also eine neue Einheit für die Vampirfürsten. Es wird außerdem Updates zu den Tote-Erwecken-Pools geben. Wenn ihr eine Schlacht gewonnen habt, dann konntet ihr da normalerweise neue Einheiten rekrutieren. Aber es wird jetzt anders sein, diese Beschwörungen von Einheiten würden nicht mehr so fokussiert sein an Orten, an denen Schlachten stattgefunden haben, sondern die werden generell einfach standardmäßig ein bisschen mehr und bessere Einheiten rekrutieren können. Und es wird auch immer besser, wenn mehr vampirische Korruption in der Gegend ist. Bestimmt nicht schlecht. Dann muss man nicht mehr so viel auf Skelette und Zombies setzen. Es wird außerdem leichter möglich sein, neue Einheiten zu rekrutieren. Und Tech Trees
und Skill Trees und Bloodline Effects werden verändert, um mächtige Effekte zu verursachen, sodass man mehr heilen kann und extra Winde der Magie bekommt. Warum nicht? Warum nicht? Bin mal gespannt, aber wir spielen natürlich erstmal in Warhammer 2 Nagash und in Warhammer 3 dann vielleicht mal den Seuchenclan, hat sich nämlich ein Supporter gewünscht, sollten wir unbedingt machen. Und was noch? Karl Franz muss an sich auch sein. Und vielleicht dann irgendwann gehen wir zu den Vampirfürsten oder wird es deine erste Kampagne sein, hochverehrter Zuschauer und Zuschauerin. Gut, weiterhin Vlad und Isabella von Karstein kommen jetzt als Double Trouble Team und ja, das ist es eigentlich. Manfred von Karstein wohnt jetzt in den Südlanden, sucht dort die Bücher von Nagash und ein Skill wurde geändert. Meister der schwarzen Künste erhöht seine Zauberspruchmeisterschaft um 25%, was auch immer das bedeutet. Hermann Gorst hängt ganz weit im Osten bei Kartei rum, wo dann hoffentlich dann bald die Naga kommen werden. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Und er bekommt besonders gute Buffs für seine Zombies. Oh yeah. Bessere Zombies. Die müssen aber schon richtig viel besser werden, damit sich das lohnt. Ah, der gute alte Gorst, ne? Und Kemmler kriegt auch ein kleines Update. Er kriegt von Anfang an Krell, seinen alten Freund, als Beschwörungseinheit. Und Krell sogar. Und Kemmler kann jetzt Skills haben, damit jemand anderes, nämlich Krell, besser wird. Ja, also Tendenz, mehr bessere Einheiten und mehr Magie für die Vampirfürsten. Zweite Einheit, die wir uns angucken, zweite Fraktion, sind die Echsenmenschen, die ebenfalls eine kleine Überarbeitung sehen. Krokka auf seinem Saurus, zusammen mit ein bisschen Saurus berittenen Kriegerunterstützung, stürmt hier auf die Hochelfen ein. Aber was Krokka nicht weiß ist, diese Speerträger, die haben Ansturmabwehren gegen Grons. Und dadurch wird er natürlich bald sein Ende finden in diesen unaufhaltsamen und tödlichen Speeren. Alles für ihn. So, die Echsenmenschen bekommen ein anscheinend etwas größeres Update. Hier wurde uns versprochen, dass wir ganz aufgeregt sein werden, wenn wir das lesen. Bin gespannt. Und dadurch, dass wir jetzt aufgeregt sein werden und dass es ein großes Update gibt, werden wir erstmal enttäuscht, was sie auch hier schreiben. Das geomantische Netz bleibt so, wie es ist. Gut, ich habe es bisher eigentlich nie benutzt und nie so richtig verstanden, wie das eigentlich funktioniert und was es eigentlich macht, aber hey, das bleibt halt so. Alles klar. Es gibt allerdings andere Änderungen, nämlich Tan Hao Hin, ich glaube, ich habe den nie in der Kampagne gespielt, kriegt nun legendäre Regimenter, wenn er auflevelt und kann weitere gesegnete Bruten machen, wenn er seine Opferungspyramide Fähigkeit benutzt. Und Oxyotl selbst bekommt neue Missionen, um neue dämonischen Gegner zu finden, die jetzt nun auf der Immortal Empires Kampagnenkarte drauf sind. Das ergibt ja schon Sinn. Oxyotl war ganz nett, obwohl es mit diesen Missionen, die man bekommen hat, dann noch relativ schnell meiner Meinung nach in der Kampagne alt geworden ist. Und natürlich gut, dass es hier mehr Missionen gibt. Irgendwie cool, wenn man dann irgendwie auch andere Fraktionen ein bisschen mehr unterstützen könnte auf diese Art und Weise. Mal sehen, vielleicht wird das ja noch verarbeitet und aufgearbeitet. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Oxyotl-Kampagne, auf die ich so richtig Bock habe. Und auch den, ehrlich gesagt, noch weniger. Monster Mundi, ne? Full Monster Mundi. Also. Aber die richtig große und interessante und wichtige Änderung, die die Echsenmenschen wirklich deutlich buffen wird, ist die Primal Instincts, also die Urinstinkte-Fähigkeit, die jedes Saurus-Modell auf dem Schlachtfeld der Echsen haben wird. Und das habe ich euch hier gescreenshottet. Das war aus dem Video von Zerkovic, der ja schon eine Vorversion bekommen hat. Deswegen habe ich das hier rausgezogen. Früher war es so, die Urinstinkte haben euch, wenn ihr nur noch bei 20% Lebensenergie wart mit den Saurus, ein bisschen mehr Angriffssturmbonus bekommen, was natürlich vollkommen nutzlos war, weil das immer erst in dem Fall reingekickt hat, wenn die schon im Nahkampf waren. Plus Nahkampf, 5 plus 8 Nahkampfangriff, das war gut, aber Raserei, das war nicht so gut. Und das wird das jetzt geändert auf, wenn sie 50% Lebensenergie haben, ist also so viel früher da,
Ansturmbonus von 15% ist weiterhin wertlos und da. Aber Nahkampfangriff wird jetzt auf plus 10 gebufft und physische Resistenz plus 5%. Und damit werden die Saurusse deutlich geiler. Ihr kennt vielleicht die Strategie damals, als wir noch Total War Warhammer 2 Multiplayer gespielt haben, war es so üblich, die Bironas Zeitkrümmung auf so eine Frontlinie von Saurussen, aber vor allem auf Tempelwächter zu casten, um ihre Nahkampf-Angriffskills zu buffen, weil der Nachteil der Saurusse war ja immer ihre relativ niedrige Nahkampf-Angriffswerte. Sie haben zwar viel Damage, Waffenschaden gemacht, aber der kam halt nicht an. Und mit der Bironas Zeitkrümmung haben sie halt mehr Nahkampfangriff gehabt und haben halt Gegner gnadenlos weggefegt. Und sie bekommen jetzt diese Fähigkeit praktisch von alleine schon, wenn sie bei 50% ihrer Lebenspunkte sind. Und plus 10 Nahkampfangriff, 50%, das ist richtig heftig. Die Echsenmenschen waren sowieso schon bekannt dafür, also richtig lange durchzuhalten und gegen Ende des Spiels immer noch recht stark zu erscheinen. Selbst wenn man dachte, man hat sie fast besiegt, halten sie noch durch. Und damit wird diese Eigenschaft der Echsenmenschen nochmal deutlich verstärkt. Also ziemlich cool, wird sie auch dann nochmal ein bisschen härter auf dem Schlachtfeld machen. Gut, weiterhin. Was haben wir? Genau, das haben wir es gesagt. Saurus-Charaktere bekommen aktualisierte Lords- und Fraktionseffekte, die ihre eigenen Spielweisen entwickeln, also die einzelnen Fraktionen, die wir hier sehen. Krokgar wird sich mit seinen Skills ein bisschen mehr auf Elite-Saurus-Charaktere und wahrscheinlich Saurus-Krieger konzentrieren können. Mit Buffs für die Oldbloods und die Narbenveteranen, oder wie heißen die denn auf Deutsch, weiß ich jetzt gerade nicht. Gorok erhält eher verteidigende, defensive Skills. Habe ich eigentlich jemals Gorok gespielt in der Kampagne? Ich glaube fast nicht. Oh, ich habe gegen ihn gespielt, als ich die, die Clan Pestilence-Kampagne gespielt habe. Da haben mich seine unbrechbaren Saurusse immer kaputt gemacht. Das war echt tragisch. Aber die sind jetzt nicht mehr unbrechbar. Immerhin. Bekommen wahrscheinlich ein bisschen mehr Nahkampfabwehr. But it now grants them barrier as well as immunity to hostile weapon effects like poison. Gorok Saurusse haben jetzt eine Barriere, genau wie Zinch. Und sie sind immun gegen gegnerische Waffeneffekte. Also alles, was sie debufft, funktioniert nicht mehr. Und besonders gut, um einen pestilenten Nager zu vernichten. Ah, na toll. Na toll, das wird also nicht besser. Naja, wahrscheinlich ein bisschen unbrechbar, war schon echt heftig. Als nächstes kommen wir zu Lord Manzdemonis Fraktion, inklusive Lord Croak. Der bekommt inklusive der Slan ein Skill Tree Rework und bekommt auch Barrieren. Oh, Barriere ist jetzt wohl also so ein Ding, nicht nur von Zinch, sondern auch von den Echsenmenschen. Faszinierenderweise. Mehr Winde der Magie. Und Manzdemoni bekommt plus 50% Reichweite für seine Magie. Da hast du es, Nagash. Großartigster Zauber der Welt. Monster Moon hat 50% mehr Reichweite. Okay. In den Kommentaren kam letztes Mal der Hinweis, Nagash ist doch kein Zauberer, er ist Nekromant. Das kann man so machen, diese Unterscheidung, aber ich glaube, das ist ein Detail. Oder? Ist es ein Detail? Eure Meinung dazu in die Kommentare. Ist Nekromant ein Zauberer oder nicht? Sind sie vollkommen unabhängig voneinander? Kann man sie vergleichen? Bin gespannt, was ihr meint. Und dann gibt's noch Nakai. Oh je. Yeah. Die Nakai-Kampagne. Er bekommt eine Reihe von Änderungen, Tech-Tree-Upgrades, Boost für seine Wirtschaft, das kann er natürlich gebrauchen, da war man eigentlich immer super arm, und weitere Vorteile, wenn man Tempels für die Uralten baut, was sehr gut ist, also wenn man für die seine befreundete Fraktion was erobert. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, das heißt, der Nakai könnte interessant sein. Ja, das ist die aufregende Kampagne, denke ich. Als nächstes kommen die Dunkelelfen. Was haben wir hier? Eine Hydra kämpft zusammen mit Dunkelelfen gegen Hochelfen. Es sind echt eine Menge Hochelfen da. Da sind noch Henker von Harganeth dabei, glaube ich. Und ein paar Speerträger, die mal wieder mit Bonus gegen Groß diese Hydra vernichten werden. Tragisch. Also abgesehen von dem. Der hier oben, dem hat das nichts mehr gebracht. Der hat keinen Bonus gegen Groß mehr. Also, warum nicht? Weil er seinen Speer fallen gelassen hat. Seid nicht wie dieser Elf. Lasst nicht euren Speer fallen. So, nächstes kommen wir zu den Druki, den Dunkelelfen. Ihre
Sklavenmechanik hat sich deutlich geändert. Nämlich könnt ihr die Sklaven in nicht mehr separaten Provinzen zuweisen. Das ist nicht mehr der Fall. Sklaven sind nun eine fraktionsweite Ressource, wie Warpstein bei den Skaven oder Gold oder Zähne bei den Orks. Und diese Sklaven können nun ausgegeben werden, und zwar innerhalb von verschiedenen Gebäuden, um Einkommen zu erzeugen oder mächtige Sklavendiktate, die eine besondere Provinz betreffen, auszuführen. Okay, wie das im Detail sein wird, wer weiß. Aber ein bisschen Update. Sklavenmechanik war geändert worden, Hier haben sie nämlich geschrieben, sie waren unzufrieden damit, dass wenn man haufenweise Sklaven in der Provinz packt, dass man dann gnadenlos OP wird. Ich glaube, das Piffing Brit hat das bestimmt auch gezeigt. Also das geht jetzt nicht mehr, Sklaven steigern jetzt nicht mehr so die Wirtschaftsleistung der Dunkelelfen. Tragisch, tragisch. Es gibt außerdem weitere Änderungen. Morati bekommt nun einzigartige Interaktionsmöglichkeiten mit Slanish, Korruption und kann sogar Dämonetten rekrutieren. Und Malus ist in der Lage, Zarkan zu verwenden und interagiert nun anders mit verschiedenen Korruptionsarten. Also, der Kult der Sinnesfreuden ist nun auch so ein bisschen Slanish gerichtet. Frage mich, was Malekith dazu sagen würde, wenn er noch lebt. Ach, der lebt ja noch, der kann ja gar nicht sterben. Genau wie seine Mama. Tja, deine Mama, voller Diss gegen Malekith. Deine Mama ist nackt und betet Dämonen an. Boah, hat du nicht gesagt. Und Rakat, The Deep, der Dunkelelfen, kann jetzt noch mehr wilde Tiere einsammeln, wie Säbelzähne und wilde Bären. Endlich. Nächstes Update sind die Norskar. Das ist wirklich ein ganz traditionelles Bild. Ich habe allerdings noch nie gemerkt, dass er irgendwie hier im Stein, in diesem Fels eingemeißelt zu sein scheint. Seine Beine stecken da fest, er kommt nie wieder raus, aber er scheint glücklich zu sein und sein Wolf auch. Die schreien irgendwie durch die Gegend. Und er kämpft gerade, das sehe ich auch zum ersten Mal, mit seinen Norskar gegen Untote. Faszinierenderweise. Wie kämpfen die denn gegeneinander? Was ist das eigentlich für ein Ding? Das ist ein Riese. Wahrscheinlich ein Riese, der gerade kotzt. Gut. Abgesehen davon, was gibt es? Norskar werden, die hatten in der Vergangenheit die Möglichkeit, Außenposten zu bauen, anstatt normale Hauptsiedlungen einzunehmen. Und das hat wohl nicht so sonderlich gut geklappt bei dem Übergang zu Warhammer 2. Es war ursprünglich dazu geplant, ihnen großartige Flexibilität zu erhalten, aber das hat dazu geführt, dass es ihre größte Schwäche wurde. Ach was, wenn eine gegnerische Hauptstadt erobert und es dann nicht mal die super Hauptstadt ist, sondern einfach nur ein komischer Außenposten ohne eine richtige Mauer, ist das nicht so gut? Also ich bin überrascht. Okay, ich schaue, in fact it's now a regular occupation. Okay, das haben sie rausgenommen. Norskar erobert Siedlung. Nun ganz normal. Und ja, das war hier die Neuigkeit für die Norskar. In den vorherigen, war das alles? Das war eigentlich nicht alles. In den vorherigen Blogposts und Neuigkeiten wurde ja noch mehr gesagt. Die Norskar bekommen jetzt schwarze Zitadellen und können jetzt besser vasalliert werden. Zum Beispiel, damit sie besser von anderen erobert werden können. Oh. Ja, Norskar wird eine gute Zeit haben. Da bin ich mir sicher. Ganz sicher. Okay. Gut. Outlaws geht tatsächlich noch weiter. Das ist immer noch Norskar hier unten, oder? So wie es aussieht. Ja, tatsächlich ist es okay. Es ist nicht alles. Es gibt wirklich noch weitere Neuigkeiten. Das hatte ich noch nicht so ganz geblickt. Ich dachte, das wäre für die einzelnen verschiedenen Chaos-Fraktionen, aber es ist tatsächlich für Norskar. Also, Norskar kann nun immer noch Orte plündern und abreißen und diese Ruinen dann den dunklen Göttern opfern, um für, ja, und dann belohnt werden dafür. Und wenn man nun für die Krähe, also Nörgel, genug geopfert hat, kann man einen erhabenen, großen Unreinen bekommen. Nämlich Burbishmurk Spupit. Und wenn man das für Korn macht, bekommt man Kilgore Schleimane. Und okay, wahrscheinlich gibt es das auch für Zee, oder? Ne, Moment.
All rewards can grant items. Okay. Das haben sie jetzt nicht geschrieben, aber vermutlich ist es neben Nurgle und Khorne auch für Tsinch und Slaanesh. Alles andere würde mich eigentlich wundern. Und diese Charaktere, die man dann erhält, geben der Armee, in der sie sind, unglaublich mächtige Boni, die dafür sorgen, dass ihr Kampfprofil näher an der jeweiligen, an dem jeweiligen Ideal der dunklen Götter ist. Und Azeriths Mächte bekommen dann Zugang zu Barrieren. Azerith wurde gar nicht erwähnt, aber das ist wohl der Tsinch-Lord, den man dann haben kann. Jo, okay, und übrigens der legendäre Todbringer, den man gehabt hat, den kann man nun als legendäres Regiment rekrutieren. Wenn man nun eine ganze Provinz hält, Moment, jetzt kann man Provinzen ganz normal über in der ganzen Welt erobern und kann nun auch entsprechende Commandments, also wie heißen die Dinger nochmal, dieses kleine Symbol in Blau, das man unten links anklickt. Ich habe die Bezeichnung vergessen, dass man für die Provinz Befehle machen kann, um zum Beispiel mehr öffentliche Ordnung zu kriegen oder mehr Geld. Außerdem kann Norska auch nun handeln und Felle und Weine und so haben. Und, oh, okay. Die Kurganischen Horden haben noch nie Wei Jin eingenommen, aber vielleicht haben sie einen einen Unifying, also eine eiserne, einigende Hand noch nicht gehabt. Unifying Iron Fist hört sich im Englischen ein bisschen besser an. Und damit ist eigentlich fast schon rausgekommen, dass Kurgan kommen wird. Vermutlich wird Kurgan als eine Norska-Subfraktion kommen. Mit einem neuen legendären Lord. Oho, neuer legendärer Lord, nämlich der Kurgan, angekündigt. Moment mal, The Kurgan Warhammer. Schauen wir mal, ob wir da irgendwas finden. Kurgan Warhammer Wiki. Steht da irgendwas darüber? Hier haben die einen legendären Lord, Kultur, Society, Notable Kurgan. Was haben wir da? The Great Kurgan, der erste große Zar der Kurganischen Horden. Dann haben wir Azawakul. Oh, das habe ich schon einige Male gehört. Der Hochzar der Kul-Stamme. Tamar Kuan, ein nörglitischer Warlord. Okay, vielleicht eher nicht. Ah ja, oh, Azawakul war auch der 12. Ewige aus der Krone. Das würde Archan vielleicht nicht so gut finden, wenn er dann konkret einen Konkurrenten hat. Surtha Lenk. Oh, ich kenne eigentlich fast nur Surtha Elk. Die ganze Zeit mit seinen Streitwagen-Meme gewesen ist, aber er hängt jetzt an Tsinch dran. Vardrak Krom the Conqueror. Vielleicht auch. Der hat sich dem Archon, dem Everchosen, dem ewig Auserkorenen, angebiedert. Der könnte doch ein bisschen eher der Wahrscheinliche sein. Was haben wir noch? Torga the Blood One. Der hört sich nach einem kornigen Korn an. Und krass. Der könnte es auch sein. Aber so wie das, ich würde fast sagen, Vardrak Krom the Conqueror hört sich an wie ein Kurgan-Lord, den wir hier kriegen würden. Ich erwarte ganz sicher keine neue Fraktion, die The Kurgan oder Kurgan heißen wird, sondern es wird eine Subfraktion in Norska. Aber es hört sich schon an, es kriegen die einen neuen legendären Lord dazu. Tja, wer hätte es gedacht? Oh Gott, wir sind schon wieder eine halbe Stunde dabei. Sorry. Und außerdem gibt es eine Antwort, nein, das ist nicht der Norska Rework. Es soll nur dazu da sein, die Norska nicht mehr so kackig zu machen. Danke. Danke, DLC-Team. Finde ich gut. Und das wird erst der Anfang sein. Die Grundlage, damit, also die Beta von Total Warhammer 3, auf denen dann das finale Spiel erzeugt werden kann. In einem, zwei Jahren wird es bestimmt soweit sein. Ja, Beta kommt am 23. August raus. Ich bin gespannt, ihr bestimmt auch. Ich habe Hoffnung, dass das gut wird. Die Grafik funktioniert wieder auch schon mittlerweile ganz gut. Habe letztens einen Kommentar bekommen, wie ich dieses Verwaschene bei meinem Spiel rauskriege, wenn ich FXAA einstelle. Da hat doch direkt funktioniert und sieht besser aus. Vielen Dank dafür. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses Update gefallen. Wie gesagt, lasst die Abos da. Kommentare kommen immer gut. Und wenn es nur ein paar
Emoticons sind. Auch das ist super. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal.